Abdullah ibn Busr ist einer der Gefährten des Propheten, die ein Jahrhundert gelebt haben. 100 Jahre alt geworden. Sein Vater war ebenfalls Gefährte. Sein Vater, seine Mutter und seine Schwester, sein Bruder, alle waren Sahaba. Ja, im Jahr 88 nach der Hijra ist er verstorben. Ja, übrigens, dieser genannte Sahabi hier, Abdullah ibn Busr, ist der letzte, der in Scham noch existiert hatte von den Gefährten des Propheten. In der Stadt Hims ist er gestorben.